Wir machen ja hier gerade so eine Art Dreimann-Let's Play oder sowas, ne? Ist euch mal aufgefallen, dass wir drei Generationen am Start haben? Stimmt. Scheint ja der junge Jugendliche, ich der Midlife Crisis Man und Opa der Opa. Warte mal, Opa, du hast jetzt ein Netzprogramm. Dann stellst du dich schön gerade da irgendwie in das Ding rein und dann müsstest du aufladen können. Und dann lädst du maximal auf, was du aufladen kannst. Ja, da musst du gucken, ich glaube. Probier zuerst mal die ganz großen Baumstämme und dann die kleineren. Kann sein, dass du dich gerade hinstellen musst. So geht's eigentlich. Dann ist es noch das, okay? Bring dein Fahrzeug in Position. Ja, du musst ganz gerade stehen mit deinem Anhänger. Ich kann Holz aufladen, wieso kann ich denn Holz aufladen? Ich konnte auch Holz aufladen, aber normalerweise kommt dann wahrscheinlich irgendein Fehler. Kannst du es ja mal ausprobieren. Ja, aber nicht, dass dann mein Reparaturzeug hier weg ist. Ja. Jetzt, Opa, schaffst du's? Ja, der sagt jetzt nichts. Was? Doppelkrieg wieder dann oder sowas. Oder Holz oder aufladen. Du musst hat die Größe. Oder ja, sehr gut. Ah. So, jetzt musste meine Winde so, dann gleich Opa, wieder und jetzt annehmen. Bist du echt ein schwerer Lastzug, so jetzt. Am besten nimmt Sand ja dich schon vorne mit der Winde ran und dann seid ihr ein Duo und ich gucke hin, dass hinten alles okay ist. Ich weiß gar nicht, wie ich hier mit dem Gewicht hier rauskommen soll. Ja, dass du rauskommst, ja, aber du musst echt aufpassen, dass du nicht umkippst. So, nur nochmal zur Verständnis, wenn ihr gleich die Winde angebracht habt, dann gehen wir nochmal eben die Map durch. Okay. Opa, links, gleich links lenken. Oh Gott. Jetzt fahren wir mal kurz aufs Gerade. Und jetzt stopp mal, bleib mal stehen. So, und jetzt guck auf die Map. So. Wie wir fahren werden. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Dann fahren wir hier hin. Dann fahren wir hier hin. Und da wir hier zu dritt sind, müssten wir hier eigentlich ganz gut durchkommen, oder? Jo. Und dann die Serpentine hoch und dann da hoch. Ja, zur Not euch, steht ja da noch. Ihr könnt euch gerne einen Weg selber bauen. Hier irgendwer hat da noch einen Markierer ins Jenseits. Opa, glaube ich. Ja. Aber Opa fährt ja jetzt hinterher, das ist schon nicht so wild. Wo müssen wir denn hin? Nach ganz links oben. Ziel, genau. Aha. Oh Gott, da kann es echt schwer werden, durchzukommen. Das ist aber der beste Weg, glaube ich. Okay, dann lass uns los. Moment, ich bin noch am Karte teleportieren. Okay, jetzt. Und los. Opa, du musst auch so ein bisschen aufpassen. Du kannst jetzt auch viel leichter umkippen, ne? Mhm. Ja. Weil den kriegst du nicht mehr so schnell hoch. Kann man eigentlich Winde auch wieder rauslassen? Nee, ich glaube leider nicht. Ja. Ja, aber wenn wir irgendwann zu nah sind, müssen wir vielleicht mal neu ansetzen oder so. Kriegen so, wir dann aber. Solange du F nicht drückst, sollte die so bleiben, wie sie jetzt ist. Ah ja, okay. Jetzt sehe ich so. Meint ihr, schaffen wir das abzuliefern? Eigentlich schon. Also, manchmal müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Na, jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt eine Schräglage gibt und wir sind zu schnell, dann war es das. Naja, aber wenn es eine Schräglage bist und dann langsam umkippst, das ist auch gerade bitter. Aber ich denke, das kriegen wir schon. Also ich sehe euch ja von hinten, ne? Wenn ich Stopp rufe, dann haut ihr sofort auf die Bremse, ja? Und bleibt stehen. Einfach Leertaste drücken. Grenzwertig. Oh. Sandy, du bist
vorne auch so ein bisschen der Weg geben, ne? Immer schön gerade, oder dass es flach ist, ne? Nicht so schräg und so. Ja, ich versuch's schon immer. Sehr gut. Das ist der beste Weg für die Sonne, wenn du noch machst. Du kannst bloß durchs Wasser, weil durchs Wasser ist am einfachsten. Alleine bleibst du gut stecken, aber da... Oh. Opa, hier nicht reinfahren. Halt dich rechts. Warte mal. Hier, wenn du dich jetzt gerade erzählst, muss es gehen. Nach links, links lenken, links lenken. Stopp! Das wird knapp, ich fahr mal hier so... fahrt mal ein bisschen vor. Eigentlich könnte man es nicht schaffen. Stopp. Ich will mal so ein bisschen stützen hier von der Seite. Okay, jetzt mal vorfahren. Jo, sieht gut aus. Ich glaube, was auch gut wäre, ist, wenn ihr beide den ersten Gang einschaltet, dann könnt ihr nicht zu schnell sein. Dann ist das alles ein bisschen sicherer. Ja, aber eigentlich bleibt sich das ja wurscht. Vorne ist, glaube ich, schon wieder gefährlich. Oh Gott. Wir haben schon ordentlich Schnittlage. Das geht nicht gut. Ich stütze von der Seite. Okay. Oh Gott. Opa, gibst du Gas? Ja. Ja, bleib so. Mit der Lenkung. Ich weiß nicht, ob die Profis das auch so machen, einfach mit meiner LKW gegenhalten. Also im echten Leben, meine ich. Man muss ja mal die Holzfäller angucken. Man muss mal gucken, wie die mit dem Stämmen da durch die Gegend brettern. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ich war nämlich auch nicht gerade vorsichtig. Ich hab gerade schon wieder gefährlich hier. Kommt richtig ins Wasser auch. Aber da vorne müssen wir schon um die Kurve. Ey, wie willst du das denn alleine hier machen? Ist schwer und viel. Wenn du alleine bist, kannst du halt einen halb so langen Anhänger nehmen, ne? Dann musst du halt mehrmals doppelt so viel fahren, aber du bist halt viel sicherer und agiler unterwegs. Ja, no risk, no fun. Bisschen gefährlich wieder. Läuft. Jetzt müssen wir nur hier um die Kurve, das könnte kacke werden. Moment mal, Opa, ich muss kurz zurücksetzen. Weil da kommt ein richtiges Schlagloch, muss aufpassen. Ja, gleich rumlenken, lenk rum, links, links. Mit der Winde ist das echt super, ey. Da hat Opa, ja, glaube ich, einen viel besseren Wendekreis gehabt. Müssen wir ja nur die Terrassen hochkommen. Das wird noch interessant, Jungs. Nicht zu vergessen über den Fluss. Also ich kann auch schieben. gefährlich. Der reißt uns doch weg. Mein lieber Scholli. Mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Zufriedenheit. Differentialsperre und Allrad überall an? Jo. Naja. Das ist echt schon. Kein bisschen nach links lenken, Opa, vielleicht. Jetzt,
Na, schau mal, jetzt sehe ich da durch wie nix. Oh Gott. Einen schlimmeren will ich jetzt nicht nehmen können, ne? Das ist doch der beste Ufer. Also wir hätten noch einen anderen nehmen können, aber da gibt's auf und ab und so weiter. Hier ist es nur so länglich. Oh, da vorne ist aber Schräglage, ne? Jo, muss dafür nicht in meine Spur fahren. Ja, fahren wir schon weiter rechts, glaube ich, über, ne? Langsam, aber stetig. Aber mein Benzin wird langsam knapp. Ich habe nur noch 104, also ich weiß nicht genau, wie es da jetzt mit dem Benzin. Ich habe noch 6 Liter. 6? Moment ja. Mal, pass auf, ganz leicht, zack. Ja, ist noch voll. Oh ja, bei mir auch. Auf die Entfernung? Ja. Fand ja, hat aber einen langen Schlauch hier lang gelegt. Tja, siehst du mal. Und ich habe sogar noch 487 Liter. Weiter, Leute. Aha. Warte mal, Opa, lenk mal mehr nach links. Ja, so mal. Moment mal, ich setze mal zurück. Gib Gas, gib Gas. Das ist aber ja auch ein Morast, ne? Ich bin jetzt hier nach rechts rausgefahren. Ja, da bleibst du manchmal echt richtig hängen. Moment, ich versuche noch was. Opa, was manchmal hilft, so ein bisschen wild rumsteuern. Rechts, links und so. Das hilft manchmal. Also für alle auch gesagt. Das mache ich hier immer. Ich glaube, ich stecke fest. Ich glaube, ich stecke in alle fest. Nee, ich steck noch nicht fest. Du bist ja der feststeckt. Jetzt drücke ich mal F, wir müssen dann auf alle Fälle die Wände neu ansetzen. Warte, der rollt meiner. Wo ziehst du die ran? Ich zieh dann. Ich muss dann eh schon. Ihr könnt auch die Bäume benutzen, ne, um mich irgendwo hinzuziehen. Ja, nee, ich mach das schon. Denkst du richtig? Ja. Ja, fahr ruhig weiter rechts. Und dann bleibst du mal stehen und dann hol ich Tüte noch schnell raus. Da fahr doch wenigstens zu den Rahmen, stimmt? Ja, mach ich ja. Ja, ich kann gar nichts zu bringen bei mir gerade. Hier kannst du mal stehen bleiben, jetzt schau ich mal. Uiuiui. Ja, diese Kamera, ich krieg das Böse oder so. Ich habe jetzt einen Baumstamm vor mich, der mich blockt. Ich glaube, das ist eine scheiß Spielmechanik. Der Baumstamm macht mir voll das Leben schwer. Geht schon.
fahren wir eben kurz rückwärts. So. Ach, Moment, und jetzt nochmal versuchen. Ich war die ganze Zeit im Rückwärtsgang, sorry. So, jetzt denke ich. Jetzt fäng ich dann OP wieder an. Und jetzt kommt eine schöne Steigung. Moment. Ja, es passt. Fahr mal los. Ich glaube, ich fahre mich schon wieder fest, ey. Was ist doch hier? Leute, ich bin schon wieder fest. Ja, guck mal nach links, ob du irgendwas machen kannst. Ja, versuch mal so. Also wenn du mich jetzt alleine lässt, dann hänge ich hier, ne? Nee, ich hol dich schon wieder nur. Ich will jetzt Opa da bis zum ersten Punkt hochziehen. Oder du bist zu einer geraden Fläche wieder. So, Opa, drück mal Leertaste. Hast du Leertaste? Gut, jetzt kannst du aufhören zu fahren, weil es bremst. Wo ist eine Touri? Jetzt schon. Nur irgendwie wieder umdrehen. So. Was bringt eigentlich vorne den Aufhänger, den du da hast? Da konnte ich keine Runde oder sowas anbringen. Keine Ahnung, ich glaube, das bringt nur für mich was. Irgendwie eine höhere Reichweite für die Winde oder vielleicht stärkere Windenkraft oder was weiß ich. Ich habe den einfach dran gemacht, einfach weil ich dran machen konnte. Eigentlich dachte ich, damit es sowas zum Schieben wäre, aber bringt doch nichts. Weil den kann ich nicht irgendwie ausfahren oder so. Moment. Thomas, jetzt haben wir die Handbremse rausmachen, ne? Ja, genau. Warte mal, hier müssen wir ein bisschen, musst du ein bisschen ausholen, Opa, damit wir hier gut rumkommen. Moment mal, ich muss zurücksetzen, halt. So, jetzt, pass auf. So, jetzt geht's hoch hier. Weißt du, bei der anderen Serpentin war so eine ganz enge, das hätten wir, glaube ich, nie geschafft darum.
Ja. Doch, sind wir nicht oben. Ja, aber schaffen wir. Und da runterfahren ist bestimmt auch. Ich schieb mal ein bisschen, ja? Ja, in der Kurve muss ich mir mal eine neue Route schnell festlegen. Wir können gleich zwei Wege übrigens fahren, ich weiß nicht, welcher besser ist. Wenn wir den linken nehmen, dann haben wir zum Schluss Asphalt, was total easy ist. Ich weiß noch nicht, ob es zum Asphalt die linke Spur schwieriger ist oder nicht. Moment, ich guck gleich. Übrigens, wenn wir gleich nochmal eine Tour fahren, glaube ich, nehmen wir da unten einen anderen Weg, weil das war so matschig da unten. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt einen anderen nehmen können. Warte, halt, stopp mal oben, ich bleib mal kurz stehen. Guck mal, wir können jetzt diesen Weg hier nehmen, der sieht aber bis... Also hier ist ja Asphalt, also ab hier ist Asphalt, das wäre super. Aber ich weiß halt nicht, wie das hier, die Stellung hier so ist. Das ist, glaube ich, ziemlich matschig und alles. Wahrscheinlich ist die hier oben sicherer, die Strecke. Also die Strecke hier oben ist ja im Endeffekt die, die wir vorhin gefahren haben, wie wir den K700 freigeschalten haben. Ja. Und die war ganz die okay, war ne? Meines Erachtens war der aber ziemlich schwer. Guck mal hier. Ja? Guck mal hier, ja, das ist, glaube ich, total Wasser irgendwie. Da können wir. Ich meine, wir können es probieren, ne? Wenn wir jetzt die Strecke nehmen und die ist gut, dann haben wir es ab hier total einfach. Wollen wir es einfach ausprobieren? Ja. Mal Strecke noch einstellen. Moment. Und los. Das könnte jetzt ja gefährlich werden. Nee, sollte hinhauen. Können wir mal ins Game gleich, ich will eben mein Auto waschen. Gut. Wähle den Weg weise, Santiana. Immer. Ich wähle immer den saubersten. Ich hoffe, damit wird sie hinten. Bisschen gefährlich war es gerade. Oh, Leute. Ich hab schon gegengegangen. Ich hoffe, damit es hier nicht so schlimm wird. Scheiße. Bleib links, bleib links.
ein bisschen gefährlich. Stopp, stopp! Geht noch. So, fahrt weiter. Oh. Yes. Warte mal ein bisschen kurz. Ich glaube, ich komme weiter, aber ja, fahrt weiter, ist okay. Jetzt nicht zurück, ich da um die Ecke kurven. So. So, der Rest ist easy peasy, würde ich sagen. Müsste dann auch so lang die Länge bestimmen können, wie man Hut das dann durch. Stimmt, geht bloß ganz kurz. Egal wie lange man drauf bleibt. Jetzt musst du da drauf fahren und abladen. Hab dich abgekettet. Hey. 4 von 8. Wenn wir das Ganze noch mal machen, dann haben wir die Map durchgespielt.